heutigen Tag sind wir unterwegs zu einer verlassenen Kaserne. Eine Erkundung, wie ich sie so niemals vergessen werde. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute an einer ganz, ganz besonderen Location und zwar, ich kann es nicht beschreiben, eine riesige verlassene gefühlt Stadt kann man das schon nennen. Ich drehe mich einfach mal in die Richtung, also bis auf den Berg da oben, komplett bis nach oben, ist alles verlassen. Jedes einzelne Gebäude ist lost, verlassen, keinerlei Vandalismus, keine Scheibe kaputt. Es ist absolut echt krasser Geheimtipp. Man sieht, hier geht eine komplett normale Straße entlang, ne? Und dann hast du hier einfach diese verlassenen Gebäude, ne? Die auch gar nicht so lange verlassen aussehen, bin ich mal ehrlich. Man sieht hier, ne? Der Gehweg ist komplett zugewachsen. Da haben wir hier die Nummer 36. Hier wird auch Paintball gespielt. Aber ja, ich sag ja, Vandalismus ist hier echt nicht viel. Mal gucken, ob hier offen ist. Sieht mal so aus. Tatsächlich, das Gebäude steht offen. Tür wieder zu. Alter, ist das riesig. Schaut euch das an. Riesengroßes Treppenhaus. Dann haben wir hier den Flur. Alter, ist das geil. Das ist so groß, ne? Aber keine Einrichtung. Aber allein sowas mal zu erkunden, ne? Ist auch einfach mal spannend, ne? Sowas hat man wirklich selten. Man kann hier von Raum zu Raum gehen, ne? Hier, einfach durch. Alles in Blau gehalten. Kein Graffiti, überhaupt nichts. Wo man sagen muss, ja, gut gesichert ist das jetzt nicht. Schon monströs, ne? Boah. Ich weiß nicht, ob ich hier Drohne fliegen kann, weil meine DJI-App erkennt das ja. Und je nachdem kann ich vielleicht abheben, vielleicht auch nicht. Aber Freunde, ich würde sagen, wir bleiben jetzt nicht in jedem Gebäude 10 Stunden drin. Das Gebäude verlassen wir von den nächsten 1000 und dann gucken wir, was uns erwartet. Die sind alle offen. Ich fasse es nicht. Okay. Ja, die Tür kommt. Ja. Okay, gehen wir mal hoch, würde ich sagen. Ihr seht jetzt, wie gesagt, nicht jedes Gebäude, aber es gibt ja mehrere Arten von Häusern. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch alle Arten an. Wir müssen jetzt nicht jedes Haus gucken. Schaut euch das mal an, hier dunkler Flur. Dann kommst du hier raus. Alter, krass. Dass sowas wirklich noch steht, ne? Absoluter Geheimtipp. Könnt die Location gerne auf irgendeiner Karte suchen, werdet ihr nicht fündig. Warte mal. Na, ich dachte schon, Strom geht. Da hätte ich mich aber extrem gewundert. Sage ich euch, wie es ist. Ich wurde gerade gerufen und zwar soll sich hier unterirdisch komplett und am ganzen Gelände ein Bunker befinden. Oh, hier durch. Da unten oder was? Ja. Oh Leute. Ja, hier sieht man, das ist komplett unterbunkert. Quasi das komplette Gelände. Geil. Ja. Richtig geil. Oh je, die GoPro hat nur noch 26%. Und an die Leute, die sich auskennen, das ist nicht viel für eine GoPro. Aber was viel ist, ist die Menge an Gebäuden. Ich hoffe, dass wir das uns alles angucken können. Das hier ist das eine Gebäude, wo ich gerade drin war. Wirklich riesengroß. Dort hinten beginnt nochmal so eine andere Art von Gebäude. Gucken wir uns natürlich auch an. Aber es ist schön, wie die Eingänge hier verziert sind. Ne? Dort orange, da hinten blau. Mega. Schaut euch hier allein mal an, wenn man hier entlang geht. Ich bleib jetzt mal stehen. Genießt das einfach mal. Ne? Dort die ganzen Pflanzen schon gewachsen. Und hier einfach so dieses verlassene Gebäude. Das da hinten sieht mir aus wie so eine Schule. Ne? Bin mal gespannt, wenn wir dort hinten sind. Hier haben wir etwas. Ich finde, die Gebäude sehen am langweiligsten aus. Die links fand ich schon etwas schöner. Und hier versteckt grüne Gebäude. Ich bin mir nicht sicher, was wir uns als erstes anschauen sollen. Aber ich würde sagen, am nächsten haben wir das. Dann gehen wir auch als nächstes in das Gebäude. Allein wie zugewachsen das Ganze ist. Ne? Und hier gehe ich auch mal davon aus, dass die Tür wieder offen steht. Also, warum soll sie nicht offen stehen? Ja, sieht schwer danach aus. Aha, die haben wir nicht auf. Ist hier irgendwo ein Fenster offen? Nee, dann kürzen wir mal ab. Wir gehen direkt zum nächsten. Wie ich auch schon gesagt habe, das komplette Gelände ist unterbunkert. Ne? Also wir gehen quasi hier auf den Bunker drauf. Ne?
Das ist heftig. Von hinten kommt man, wie ich weiß, immer bei. Das sehen wir ja jetzt. Ich bin heute ein bisschen alleine für mich unterwegs. Einfach mal ein bisschen alleine mit der Kamera schwätzen und genießen. Haben wir jetzt hier Glück? Hoffen wir es mal. Ja. Und hier trainiert die Polizei. Oh, zu. Ne, dann lassen wir das. Lassen wir die Gebäude hier komplett aus. Habt ihr ja gesehen. Aber die Straße geht dort hinten noch weiter. Vielleicht können wir ja mal hier rein. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, GoPro ein bisschen aus, Akku sparen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde. Die Gebäude waren zu. Aber das hier ist offen. Das sehe ich von Weitem. Ach du Heilige. Leute, schaut euch mal diese Architektur an. Ne? Hier ein kompletter Treppenbogen. Also Fotokulissen ist hier wirklich sehr geil. Das erinnert mich irgendwie an ein Krankenhaus. Und die Flure dort erst recht. Okay, bei der Treppe sage ich nicht nein. Da gehe ich direkt hoch. Okay. Wie immer leere Zimmer, aber mal wieder etwas anderes hier drin. Ne? Hier waren wahrscheinlich Wohnungen drin, Betten etc. Und dort sieht man in der Kurve noch so viele Gebäude. Also es wird auf jeden Fall sehr viel zu sehen geben. Dort gehen wir als nächstes hin, würde ich sagen. Das sieht aus wie so eine Schule, Leute. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass vielleicht auf dem Gelände eine Schule war. Ne? Weil es ist einfach riesengroß und hier waren so viele Leute wahrscheinlich. Okay, Freunde, wir sind am Objekt der Begierde. Dort steht ein Fenster auf. Okay, ich werde gleich rausfinden, was es ist. Ich muss nur einmal in die Tür gehen. Freunde, mir fällt gerade was ein. Dort ist Einrichtung drin. Ich dachte, die Räume wären alle leer. Okay. Ja, da ist auch noch Einrichtung drin, denke ich mal. Komplett leer ist es auf jeden Fall nicht. Dieses Objekt ist sichtbar. Und unsichtbar Alarm gesichert. Da steht trotzdem ziehen. Aber es ist anscheinend zu. Ah, egal, ein Fenster findet man ja immer. Aufpassen, dass keiner guckt. Dort sind schon die ersten Fenster. Aber bevor wir ans Fenster gehen, sind wir nicht dumm. Sondern Achtung, Video überwacht. Ach komm, aber nicht. Dicht. Zu. Zu, auch zu, dort ist offen. Muss einfach nur, ach du Heilige. Ein riesengroßer Versammlungsraum, Leute. Ich muss schnell weg, dort muss ich rein. Alter, Leute. Ein riesengroßer Versammlungsraum. Schaut euch das mal an. Zwar mit Graffitis, aber Leute. Das kannst du doch keinem erzählen. Da gibt's ein paar Schnappschüsse. Seid doch ehrlich, Freunde. Sowas habt ihr auch nicht erwartet. Okay. Alter, das sieht richtig schön aus, ne? So golddekorierte Lampen. Hier so eine Art Tresen, denke ich mal. Hier bin ich nicht reingekommen. Aber Leute, das sieht doch richtig schön aus. Hätte ich nicht erwartet von dem Ding. Überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Hier geht's nicht mehr raus, das heißt, ich muss wieder dort raus, wo ich hergekommen bin. Schaut euch mal an, wie das aussieht, ne? Der Tanzraum oder was auch immer das war, Versammlungsraum von außen, ne? Hier ist alles schon gewachsen, ne? Das muss schon so lange leer stehen, das Ding. Da unten geht's auch Tür rein, die Tür steht auch offen. Aber das hat auf jeden Fall Apokalypsen-Feeling. Wenn die zu ist, esse ich mit Besen. Alter, das Gebäude hat einen Notausgang. Das ist hier der Notausgang. Leute, Jackpot. In dem Gebäude hier ist Einrichtung drin. Ah, ganz kurz, schnell, zack. Ah. Okay. Irgendwas steht davor. Oh.
Okay. Das ist offen. Okay, Freunde, ich fasse es nicht. Ich habe ein komplett eingerichtetes Gebäude gefunden. Ne? Hier ist alles noch drin. Ist das der Wahnsinn. Gehst geradeaus, da bin ich übrigens reingekommen. Und schau dich das an. Einfach noch ein Essenstisch. Ey, das muss ich mir gleich nochmal genauer anschauen. Ich glaube, das ist das Highlight. Hey, hier sind tatsächlich, guck mal, es ist alles noch vollgestopft mit Zeug. Guckt euch das mal an. Ist das zu glauben? Oh, da gehe ich gleich mal näher drauf ein. Normalerweise kennt man so Gebäude komplett leer. Aber schaut euch das mal an. Schöne Sitzecke hier noch, wo man damals wahrscheinlich warten konnte. Also einrichtungstechnisch ist hier viel am Start. Krass, was hier alles noch drin steht, ne? Zwar nicht überall, aber... Ach du heilige Scheiße. Krass, also von der Location her haben wir wirklich selten sowas. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Oben kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Hm. Oh ja, altes Telefon. So, und hier geht's dann weiter. Ja, guck mal hier. Hier wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Oh, schaut euch das mal an. Eine Couch-Ecke. Okay, wir sind jetzt unten mal im Bunker drin. Ja, geil. Stehen noch ein paar Sachen drin auf jeden Fall. Aber ist halt nur ein Bunker, ne? Na. Man mag es nicht glauben, aber hier geht's weiter, ne? Dort hinten geht's auch noch komplett weiter, alles voller Gebäude. Also wir haben noch nicht immer die Hälfte. Gehen wir mal durch die komplett eingewachsene Treppe. Ja, ich denke mal, dass hier die Zufahrt war. Oh. Hier ist schon ein bisschen eingekracht. Haben wir Glück, Leute, oder haben wir Pech? Ich sag zu. Zu. Ja. Aber wir brauchen jetzt nicht reingehen. Wie ihr seht, ist alles leer. Aber trotzdem. Spannend, spannend. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt mal hoch hier. Oh, 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 oh. Ja. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weitergehen. Das wirkt so surreal, wenn du hier entlang gehst, ne, und hast links und rechts komplett verlassene Gebäude. Außer das da hinten, das ist nicht verlassen. Okay, Freunde, hier fühlt es sich am komischsten an, wenn du hier entlang gehst, ne? Du gehst hier entlang und weißt einfach, rechts ist verlassen, links ist verlassen, es ist alles einfach komplett verlassen. Da hinten steht ein Auto mit einem Fußgänger, aber habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist einfach nur echt gespenstig. Okay, Freunde, ich bin jetzt mal in dem Gebäude hier drin. Ja, ist halt alles gleich. So, hier haben wir eventuell noch so eine Fahrzeughalle, Reparaturhalle. Dort unten will ich unbedingt rein in das Gebäude noch zum Schluss. Und da sind wir auch schon einmal rumgegangen. Wir haben zwar noch nicht alles gesehen, aber... Okay, Freunde, ich habe einen sehr seltsamen Fund gemacht. Ich dachte erst, hier parkt jemand, aber hier hat jemand einfach sein Ford Focus abgesetzt. Ford Focus, jawohl. Schau mal, hier steht ein alter Ford Focus. MK1, glaube ich. Na, der ist zu. Handschalter. Aber warum stellt man... Ja, es ist halt ein verlassenes Gelände, ne? Kein Wunder, dass man hier einfach mal sein Auto abstellt. Leute, wir fahren! So, Leute, ich würde sagen... Oh, wir fahren dann jetzt mal los. Ford Focus am Start. Geil. Okay, kommen wir jetzt noch schon zum letzten Gebäude für heute. Wird auch ganz spontan jetzt einfach mal... Oh, Schimmel, Schimmel, Schimmel. Überall Schimmel. Lecker, lecker, lecker. Hier haben wir eine Durchreiche. Hier geht's nicht weiter. Oh. Was? Okay. So, ich habe gerade die Info bekommen, dass oben die Waffenkammer ist. Bin ich mal gespannt. Ach ja, ach ja. Aha. Guck mal hier. Tatsächlich. Ist die das?
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen.